Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Warst du schon baden? Ich war heute schon zweimal baden. Man könnte sagen, ich war baden-baden. Logbuch Netzpolitik Nummer 253 vom, was haben wir denn heute? 11. Mai 2018, live on stage auf der GPN 2018 hier in Karlsruhe. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle gekommen seid. Was soll ich sagen, Linus? Ich probiere gerade ein neues Technik-Setup aus. War eine super Idee. Tim hat sich irgendein Teil gekauft und meinte so, oh, wenn wir das bei der GPN machen, Linus, dann kann ich mein neues Spielzeug ausprobieren. Und jetzt sitzt er da die ganze Zeit. Das wird jetzt so wie in der Freakshow. Tim ist die ganze Zeit irgendwie so, das ist komisch. Er hat auch schon aufgehört aufzunehmen hier. Dann ist ja gut. Ja, what could possibly go wrong? Aber jemand anders nimmt uns doch bestimmt auf, oder? Ja, mein tolles neues Gerät nimmt uns auf hier. Das ist Backup für alle Fälle, deswegen bin ich da jetzt ganz entspannt. Und die LEDs leuchten und. Ich hatte jetzt leider keine Zeit mehr noch zu gucken, ob das auch geht, aber das wird schon irgendwie funktionieren. Aber so mit dem Treiber und so, da ist noch nicht alles im Lot, habe ich so den Eindruck. Hast du denn schon Gulasch gegessen? Gibt's das hier? Das heißt Gulasch programmieren nach. Ne, das heißt ja gar nichts, ne? Wieso? Es gibt viele Veranstaltungen, die führen alle möglichen Namen im Titel und es hat nichts mit dem Du meinst zu tun. Potluck? Tja. Feedback. Seufz. Ja, Feedback. Wir haben Feedback bekommen aus einem Teil des Landes, der sich Baden-Württemberg nennt. Und da wurden wir darauf hingewiesen, dass wir einen schwerwiegenden Fehler in der letzten Sendung gemacht haben. Nämlich, da habe ich gesagt, die GPN finde im ZKM und in der HFG statt. Ist aber umgekehrt. Findet in HFG statt und auch im ZKM. Hier irgendwo ist quasi der Todesstreifen, also die Grenze. Und ich glaube, wir sind jetzt im ZKM. Ja, und wann, zu welchem Zeitpunkt waren wir das heute noch nicht? Als wir im HFG waren. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es das hat der Orga klar. Nicht gutiert, dass ich hier das. Offensichtlich sind wir ohnehin in einem Bereich Deutschlands, wo man es so mit der ganzen Nomenklatur und Terminologie sehr genau nimmt. Ja, ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, dass die GPN in Schwaben ist und dass ich extra nachgeguckt habe. Und ich habe auch nachgeguckt. Aber und da stand, die ist in Baden-Württemberg. Und das werden die Baden jetzt ungern hören. Badenser. Nee, Badenser ist falsch. Ich habe mich eingelesen. Mir macht da jetzt nichts mehr vor. Das werden die Badener ungern hören. Aber wenn man einmal aus diesem Baden-Württemberg weg ist, ne, dann sind das alles Schwaben. Ist so. In der Wahrnehmung. Aber ich habe mich, wie gesagt, schlau gemacht. Schwaben. Schwaben ist der östliche Teil von Baden-Württemberg, das nämlich eigentlich Württemberg ist, nach den dort ansässigen Fürst des württembergischen Landes, der eigentlich da ein Herzogtum irgendwie wieder aufstehen lassen wollte und so weiter. Also der württembergische Teil von Baden-Württemberg, da sind die Schwaben und die sind laut Internet dadurch gekennzeichnet, dass man in Schwaben Schwäbisch spricht. Es gibt aber den politischen Raum Schwaben seit 1245 nicht mehr. Den heißt jetzt Württemberg. Also die Schwaben sind eigentlich Württemberger. Baden wiederum. Not all Schwaben. Weil es gibt ja auch noch Schwaben in Bayern. Ja, das oder in Franken, ich weiß nicht. Und im Prenzlauer Berg. Ja. Und das ist eine Exklave. Baden
Baden ist typisch hochmittelalterlich, zunächst der Ort, nach dem sich die Fürstenfamilie nannte. Baden eben. Hm. Ja? Im 20. Jahrhundert nach dem Land zubenannt, gab es dann auch noch, weil es ganz viele andere Badenorte gab, haben die gesagt. Badenorte? Wie Badenorte, die Baden hießen? Orte, die mit, die Baden, mit Baden anfangen. Und dann Baden haben sie gesagt, irgendwas. Okay, dann nennen wir unser Baden eben Baden-Baden. Also so wenn der Flachwitz am Anfang jetzt ihr nicht so gutiert hat, ich meine, die haben jetzt auch keinen viel besseren Grund gehabt, ihr Laden Baden-Baden zu nennen. Jetzt noch irgendwelche Fürstennamen, gingen aufs Land über und so weiter. Super, also die Badener, Badenser ist falsch, sind Bewohner alemannischer und Rhein- und Mainfränkischer Herkunft. Und sie zeichnen sich im Prinzip dadurch aus, dass in Baden Schwaben genauso wenig willkommen sind wie in Berlin. Und ich habe sogar einen Witz im Internet gefunden. Oh je, jetzt anschnallen, Flachwitz. Der ist nicht so flach. Nee? Mal gucken, ob du dem folgen kannst. Ob ich den verstehe. Gucken, ob ich den hinkriege. Also ein Schwabe, ein Badener, eine junge Frau und eine Nonne sitzen im Zug. Ein Badener, ein Schwabe, eine Nonne? Und eine junge Frau. Und eine junge Frau. Sitzen im Zug. Deutsche Bahn, ne, infrastrukturschwaches Land. Zug fährt in einen Tunnel. Der Zug ist unbeleuchtet. Es ist dunkel, stockdunkel in dem Zug. Und in der Mitte des Tunnels irgendwie hörst du auf einmal, zack, kriegt einer eine geknallt. Ne? Schelle. Kriegt einer eine Schelle. Zug fährt aus dem Tunnel wieder raus und der Schwabe hält sich die Wange. Und der, schnell gucken. Die Nonne denkt das sich, boah, der Schwabe, ne, der hat irgendwie hier die junge Frau angefasst. Gut, dass sie sich zu wehren wusste. Ist ja unverschämt, dieser Schwabe, was der sich herausnimmt. Ja. Mhm. Die junge Dame denkt sich, krass, der Schwabe, ne, der wollte mich wahrscheinlich hier anfassen, hat die Nonne erwischt und die hat ihm einen geknallt. Echt eine patente Nonne, finde ich gut, dass sie sich gewehrt hat. Der Badener denkt sich, ey, krass, dieser Schwabe, der hat irgendwie die Frauen da angemacht und die haben gedacht, ich wäre das und ich habe eine geknallt bekommen. Und was denkt sich der Badener? Der Badener denkt sich, im nächsten Tunnel heucht dem Schwarm wieder eine rein. Fand ich ganz gut. Okay. So, ich würde sagen, you lost me at Baden. Das ist wirklich sehr interessant, was dieses Programm hier gerade nicht tut. Ja, Tim, für dich ist das total interessant. Ne? Mir ist das völlig egal. Ich weiß, du bist auch nicht für die Technik zuständig. Meine Herren. Feedback hatten wir noch, weiteres Feedback, genau. Oh ja. Oh, langes Feedback. Moment, erstmal. Oder? Feedback. Erstmal durchatmen bei dem Thema. Bei dem Thema. Jetzt, Trolle. Das Feedback lässt sich zusammenfassen mit: Die beiden Hater in der Funk-Doku waren nur normale Hater und keine Nazi-Hater. Also keine Nazis, sondern nur Hater. Wie wir auch schon in der Sendung klargestellt haben. Wie Tim und Stefan mich irgendwie in der Sendung korrigiert hatten. Mhm. Also die sind nicht rechts, sondern und auch nicht links, sondern einfach nur so daran interessiert, andere bloßzustellen und die zu beschimpfen. Die entschuldigen das damit, dass diese Leute ja die Öffentlichkeit gesucht hätten, indem sie sich auf YouTube gestellt haben. Und das war dann für sie offenbar die Legitimation, die irgendwie fertig zu machen. Treiben ihre Spiele irgendwie so weit oder haben ihre Spiele so weit getrieben vor einiger Zeit, dass es irgendwie zu Völkerwanderungen führte, wo irgendwie ein anderer YouTuber die ganze Zeit belästigt wurde, der da irgendwie ins Internet reinsendet und ein bisschen komisch ist. Wie viel Zeit hast du damit verbracht, so in der letzten Woche mit diesem Thema? Ja, insgesamt ziemlich genau eine halbe Stunde, weil die beiden, die wirklich sehr gut austeilen können in ihrem YouTube-Kanal,
erstmal so ein halbstündiges Mimimi veröffentlicht haben, weil sie in dieser Sendung irgendwie so, Mann, das ist aber total gemein, denn wir sind ja gar nicht rechts und dass wir irgendwie diesen einen Typen da immer verarscht haben, damit haben wir auch schon längst aufgehört. Was und die Doku übrigens auch gesagt hat. Was die Doku auch gesagt hat. Beziehungsweise nicht behauptet hat, ne? Das ist nur so eine Unterstellung gewesen. Ja, aber also ich bleibe dabei, diese Typen sind irgendwie für das Internet keine inhaltliche Bereicherung. Das ist irgendwie auch nicht das Excellent Tweet. Also du hast eine halbe Stunde damit zugebracht. Die haben eine halbe Stunde Mimimi gebraucht. Nee, aber du hast eine halbe Stunde damit zugebracht. Ja, mir wurde ja gesagt, ich muss das jetzt gucken. Ist ja auch in Ordnung. Ich hab eine ganze Nacht damit zugebracht. Ich habe mich da mal jetzt mal richtig reinfallen lassen und dachte mir so, okay, alles klar, das gebe ich mir jetzt mal. Und es sind ja die Abgründe, die man eigentlich selten so betreten möchte, weil ich wollte es einfach verstehen jetzt. Also ich wollte es richtig verstehen. Ne? Und umso länger ich mir das ganze Treiben so angeschaut habe, umso schlimmer wurde es eigentlich. Und es macht mich so ein bisschen fassungslos festzustellen, dass er einfach wirklich offensichtlich Heerscharen von Leuten ihre Zeit vor YouTube verbringen und sich im Wesentlichen eigentlich nur so die Extended Version vom Big Brother Haus jetzt nicht nur mit ausgewählten Bewohnern, sondern alle. Ja? Also eigentlich schauen sich die ganze Zeit alle anderen an, wie sie sich irgendwie auf YouTube zum Horst machen. Und je nach Selektion gibt es dann halt so Gruppen, die meinen so, jetzt hier Klassenkeile auf den. Ne? Wie auf dem Schulhof immer auf die Schwächsten drauf, wenn irgendeiner erstmal eine Schwäche zeigt, gleich draufkloppen und dann tun die sich zusammen und spielen ihre Vorteile aus und das ist wirklich beunruhigend so. Und diese beiden Vögel da, also dass die sich überhaupt für irgendwas, dass sie sich überhaupt da aus irgendwas rausreden, ich meine, das ist einfach mal so klar dokumentiert. Wir wollen jetzt hier nicht in die totalen Details reingehen und auch unsere geneigten Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr euch das wirklich geben wollt, so, aber es gibt da halt verschiedene dokumentierte Fälle, wo dann halt so eine verlorene Seele, ja, vielleicht eigentlich auch so in seinem Wesen ganz herziger Mensch irgendwie sich dann eben versucht, da auf YouTube zu verwirklichen, nicht unbedingt jetzt so die Paradepersönlichkeit ist, um da zu Star-Ruhm zu kommen, aber halt einfach sein Ding macht und dann wird er halt einfach von anderen so ein bisschen als Opfer gewählt und dann stürzen sich halt alle drauf mit dem Ergebnis, dass das Ding so losgeht, dass das komplette Dorf, in dem er jetzt wohnt, irgendwie terrorisiert wird, weil er einfach permanent Leute angekarrt kommen und sich das mal anschauen wollen, ja, wo es dann auch irgendwie zu den absurdesten Situationen kommt und man merkt einfach, das ist ein Mensch, der ist einfach mittlerweile psychologisch so in die Ecke gedrängt worden durch das ganze Ding, der braucht irgendwie psychologische Unterstützung, aber nicht irgendwie noch ein YouTube-Video, was sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also es ist wirklich, ich muss jetzt dazu, also dieser Typ hat, wie du schon sagst, war jetzt kein Naturtalent darin, sich da irgendwie gut zu gebaren auf YouTube. Hat er auch irgendwie eine Reihe an dummen Sachen gesagt und so. Aber dass dem dann da irgendwie die Tür eingerannt wird und dann das ganze Dorf den Typen auf einmal hasst, weil die sagen, weil der Typ hier wohnt, können wir uns in unserem eigenen Dorf irgendwie nicht mehr bewegen, weil da die ganze Zeit diese Assis vorbeikommen. Irgendwie an Tagen am Wochenende 120, 150 Leute in irgendeinem kleinen Dorf, die alle da sind, um diesen Typen zu verarschen. Und dann natürlich am Ende die Stimmung, dass die Leute sagen so, ja, der soll halt aufhören damit. Ja, und das finde ich dann, also. Ja, dann vor allem, und dann diese beiden Spezialpersonen, ja, um die es ging, nach, ich weiß nicht, nach welchem Zeit, also nach längerer Zeit, nachdem da viel Scheiße gelaufen ist, auch wo nicht nur Meinung abgeliefert wird, sondern sie auch noch so ins offene Messer rennen lassen, etc. Die ja, einfach mit dieser Hochzeit da. Genau, so. An diesen verwundbarsten Orten in der Psyche auch treffen. Und dann halt irgendwann schieben sie dann doch nochmal ein Video nach, wo so, oh ja, sorry, tut mir total leid, hätte ich mal nicht machen sollen und so, es macht mich jetzt voll betroffen. Das finde ich auch, das finde ich ganz interessant, weil das, also die Typen haben echt gut ausgeteilt so. Und das ist auch, die eine Regel ist, wenn man austeilt, muss man vorher gucken, wie viel man bereit ist, selber einzustecken. Und wenn du jetzt irgendwie mal 3 Minuten im Öffentlich-Rechtlichen kriegst, wo mal gesagt wird, hier, das sind Schmierlappen, und du danach 30 Minuten in deiner komischen, die machen das ja auch aus so einer, das ist, ich weiß nicht, ob die das ironisch machen oder nicht, aber das sieht aus wie so ein Kinderzimmer, aber das ist wahrscheinlich absichtliche Kulisse oder so. Dann sitzen die in ihrem Kinderzimmer-Set und machen da 30 Minuten Mimimi, weil irgendwie, weil ihnen mal ein Leids getan wurde. Da würde ich einfach sagen, so, löscht euch doch einfach. Genau, löscht euch.
So, kommen wir zu den guten Nachrichten. Ja, es wird wieder demonstriert auf den Straßen in Deutschland. Die Revolution steht vor der Tür. In München. in München, genau. 30.000 Demonstrierende. Ich glaube, gestern, oder war das vorgestern schon? Ich bin gerade nicht ganz ordentlich. Gestern war das, glaube ich. Gestern, ne? In München haben gegen das diese neue Münchner Polizeigesetz demonstriert. Polizeiaufgabengesetz. Polizeiaufgabengesetz. PAG. 90 Organisationen, da irgendwie die antikapitalistische Linke München, das muss eine relativ kleine Gruppe sein. Wer weiß. Der Bayerische Journalistenverband, jetzt habe ich mir in der Zeile vertan. Die kurdische Jugend. Kurdische Jugend. Die Grünen. Die Partei. Die Partei. Mhm. Ach ja, genau, in München wird ja unter die Partei in der Regel die CDU verstanden. Der Münchner Flüchtlingsrat. Und die Selbsthilfegruppe Cannabis als Medizin München. Also es waren einfach mal alle dabei, 30.000 Leute. Man konnte sich da in München kaum noch vom Marienplatz zum Odeonsplatz bewegen. Das ist natürlich ein schönes Bild. Und, ja, AV sollte man vielleicht noch erwähnen. Genau, republikanische Anwälte. Ja, aber wir können jetzt nicht alle 90 Organisationen vorlesen. Also, nur noch den. Ja, okay, der republikanische Anwältinnen und also das ist wirklich ein interessantes Spektrum von vielen üblichen Verdächtigen auf der einen Seite und Gruppen, von denen man noch nie gehört hat. Und ich weiß nicht, so Cannabis als Medizin ist vielleicht ja auch ein konkreter Vorschlag für die CSU. Vor allem in München brauchst du das halt auch. Ne? Ja. Genau, warum überhaupt dieses Polizeiaufgabengesetz revoltiert wird, neu aufgelegt wird, das muss in den meisten Ländern passieren aufgrund der Datenschutzrichtlinien der EU. Also muss sowieso jetzt das Polizeiaufgabengesetz ein bisschen geändert werden, damit die datenschutzkonform sind. Also du meinst jetzt unsere neue Grundverordnung? So verstehe ich das, ja. Die neue Datenschutzrichtlinie der EU. Ich vermute, dass das... Das ist ja keine Richtlinie, um da mal ganz konkret zu sein. Du weißt schon, Richtlinie, Verordnung, ne? Richtlinie kann, Verordnung muss. Muss mal ganz einfach... okay, also die mussten auf jeden Fall, sie wollten da was machen. Und dann haben sie halt noch diese, also das ist auch ein positiver Teil dieser Polizeiaufgabengesetzes, dass nämlich Datenschutz da gestärkt wird. Und irgendwie soll eine unabhängige Stelle geben, die eben die Daten prüft, die bei einer Online-Überwachung aufgenommen werden. Wenn die also in den privaten Kernbereich vordringen und so, dann dürfen die Sachen nicht verwendet werden. Also es gibt da einige gute Änderungen auch. Wir hatten das aber hier auch behandelt, dass das eines der größten Probleme ist, dass sie sagen, bei drohender Gefahr. Und drohender Gefahr klingt jetzt irgendwie erstmal gar nicht so tragisch, aber drohende Gefahr ist eben eine Abgrenzung von einer konkreten Gefahr. Also was ist eine drohende Gefahr? Also Gefahr droht ja eigentlich immer. Und wenn sie konkret ist, wäre sie eigentlich nach aktueller Überlegung ein Grund, darauf aufgrund dessen zu agieren. Und das ist ja schon komisch genug, wenn ja noch nichts geschehen ist und man schon sagt, jetzt wenden wir hier Zwangsmittel an und so. Das ist diese gesamte Gefährderidee. Und das jetzt noch mit einer drohenden Gefahr zu machen, ist halt etwas wie, beleg mal, dass es keine drohende Gefahr gab. Das wird natürlich schwierig. Gefahr droht eigentlich immer. Ja, genau. Aber jetzt? Nein, jetzt nicht. Wir wollen keine Münchner Polizei hier. Badener Polizei. Aber die hat ja eine, wer weiß, wie in Baden, das in Baden-Württemberg in dem Fall, also im Ländle. Vielleicht sind die Polizisten ja alle Schwaben. Lass das, die finden das auch gar nicht mehr witzig. Also nee, auch das mit dieser Gulag-Programmiernacht so. Haben die auch gesagt, ja okay Linus, einmal. Einmal ist okay, danach zeigen wir dir mal, was wir unter Gulag verstehen. Dann kommst du mal mit in die Küche. Ja, die Gulag-Kanone. aber interessant ist, dann kam noch die erweiterte DNA-Analyse, dann die Bodycams mit Pre-Recording. Also Pre-Recording-Bodycams kann man sich so vorstellen wie, das sollen wir nicht mehr sagen. Was, Bodycams? Wir sollen zum Beispiel nicht mehr sagen, Alexa, mach das Licht aus. Oder hey Siri, lösch dich. Oder damit könnte man der ganzen KI-Revolution ein für alle Mal das Chaos machen.
Alexa, shut down now. Ja, das sollen wir nicht mehr sagen. Nee, das machen wir auch. Also Alexa, spiel mal was von den Beatles und fühl dich ansonsten nicht angesprochen. Nein, 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 nein. Also, wie sagt man das denn? Okay, Google. Hey, komm Google. Mal, komm mal klar. Hey, Google, hör mal kurz weg. Ach, das gibt's jetzt langsam, ne? Die bauen jetzt Signale ein. Also, ich war letztens in so einer verwandten Wohnung zu Besuch, wo so eine Alexa war. Und dann habe ich gehört, dass es irgendwie so eine von Burger King quasi eine Werbung gab. Und die haben einfach im Fernsehen gesagt, also die haben den Wikipedia-Eintrag geändert und haben gesagt, der Whopper ist der leckerste Burger. Und haben dann im Fernsehen gesendet, Alexa, was ist der leckerste Burger? Und dann hat Alexa gesagt, der Whopper ist der leckerste Burger. Und seitdem filtert die quasi an der zentralen Mithörstelle bei Amazon aus, wenn auf einmal die gleiche Frage von ganz vielen kommt, dann beantworten sie das nicht mehr. Ja. Also wenn irgendwie Krise ist und alle so, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Dann so, ne, kein Kommentar. Nee, 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 das glauben wir nicht. Das ist aus dem Fernsehen. Ja, das ist eh lustig, dass ja irgendwie die künstliche Intelligenz uns da jetzt zur Hilfe kommt. Und Google hat ja gerade demonstriert, dass man jetzt auch nicht mehr telefonieren muss. Ja? So ein bisschen wie bei Douglas Adams. Wie hieß das Buch noch gleich? Per Anhalter durch die Galaxie. Nein, nein, das andere. Der lange, dunkle 5 Uhr Tee, Dirk Gently. Der lange, dunkle 5 Uhr Tee der Seele. Ja. Nee, nicht Dirk Gentlys holistische Detektei. Okay, und was ist da? Die wollten auch nicht telefonieren. Nee, da war das, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich meine Zitate zusammenkriege. Ich weiß, ich gebe der Sendung gerade einen anderen Spin. Wie war das nochmal gleich mit dem Glauben, verdammte Axt? Mir fällt es nachher noch ein, okay, dann werde ich das in einem Moment. Sollen wir einfach warten? Ich werfe das einfach ein, wenn es gerade nicht passt. Okay, gut, gut. Da wirst du bestimmt noch eine andere Gelegenheit finden. Ja, auf jeden Fall. Google ruft jetzt für uns irgendwie Leute an und ich sehe irgendwann diese ganze künstliche Intelligenzrevolution, wie sie alle miteinander telefonieren und so abgelenkt ist. Das ist also was Google gemacht hat, ist, man kann sich quasi auf Google beispielsweise einen Tisch reservieren in einem Restaurant, das eigentlich nicht die Funktion hat, dass man sich über Google dort einen Tisch reserviert. Und dann ruft Google dort an mit einer synthetischen Stimme, die sich verhält wie ein Mensch. Und zum Beispiel auch so Sachen einstreut, wie wenn man eine Frage stellt, so kurz nachzudenken, so, 7, ja doch, das sollte auch klappen. Ja, also so ganz natürlich. Und das ist offenbar, das funktioniert halt. Und ich fand das sehr schön, im ATP haben sie dazu gesagt, so, Google transformiert im Prinzip die Leute, die in diesem Restaurant kochen, arbeiten und ans Telefon gehen, in unbezahlte API-Endpunkte. Weil indem sie einfach dort anrufen und einen Computer mit denen diskutieren lassen, der sich eben nicht als solcher zu erkennen gibt. Ich glaube, das wird noch sehr viel unangenehmeren Scheiß machen, wirklich echte Sprachsynthese. Das ist irgendwie das mit diesem Tischreservieren im Restaurant ist, glaube ich, noch das Geringste. Jetzt weiß ich auch wieder, wie das Zitat war. Ach so, ja, dann kriegen wir das Thema jetzt sowieso nicht mehr fertig. Aber okay. Ja, es ging nämlich um den elektrischen Mönch. Der elektrische Mönch erzählt... Hattest du das nicht gesagt? Aber ich habe es nicht gehört. naja, wir haben hier Kopfhörer auf irgendwie. Ne? Also ein elektrischer Mönch ist so ein Gerät wie ein Geschirrspüler oder ein Videorekorder. Ja, ein Geschirrspüler wäscht für einen das Geschirr und ein Videorekorder schaut sich für einen das Programm an. Und elektrischer Mönch ist halt ein Ding, das glaubt Dinge für einen. Ja? Weil man ist ja so sehr damit beschäftigt, irgendwie so viele Dinge zu glauben, dass man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich glaubt. Lagert man das einfach aus, nimmst den elektrischen Mönch, der glaubt dann einfach Sachen für dich und du kannst dich endlich wieder mit den wichtigen Sachen beschäftigen. Ich glaube, dass in Douglas Adams Romanen ist im Prinzip die vollständige Zukunft ausreichend beschrieben und auch, wie man dann mit ihr umgeht. Man sollte diese Bücher häufiger empfehlen, was ich hier mit tue. Wir waren bei Bodycams mit Pre-Recording. Ah, genau, Pre-Recording. Die sich wie elektronische Assistenten ja auch quasi die ganze Zeit zuhören oder filmen. Und diese Pre-Recording-Bodycams, die filmen quasi die ganze Zeit, aber nur wenn man dann den Knopf drückt, dann wird quasi dieser der Cache, in den das die ganze Zeit recordet, auch wirklich geschrieben. Also die sind die ganze Zeit an und schreiben halt in so einen Cache rein und wenn der Polizist dann sagt, oh, das war jetzt aber relevant, dann drückt er da drauf und hat dann quasi so seine 20 oder so und so viele Sekunden Aufzeichendauer davor, die auf die Karte geschrieben werden. Sowas kriegen sie.
Dann war das Thema, dass wir Handgranaten kriegen. Da wird dann noch darauf hingewiesen, nicht jeder Streifenpolizist kriegt jetzt eine Handgranate. So, sondern zwei Spezialkommandos in München und Nürnberg, die dann eben auf Anordnung des Polizeipräsidenten solche Dinger mitnehmen dürfen. Wir reden von Sprenggranaten? Ja, kleine Granate, hast du nicht? Naja, das könnte ja auch so eine Rauchschwaden. Nee, das dürfen die ja schon. Also es geht tatsächlich um Sprengstoff. Das war ja auch so klein, das hat ja immer auch einen Fachbegriff. Das heißt ja nicht Handgranate. Sonst würden doch die Leute im Parlament das lesen, würden das Wort doch verstehen und sagen, hey, warte mal, wie Rambo, sind die verrückt? Da steht dann irgendwie so kleine Sprengsätze zum mobilen Gebrauch. Piccola Bombetta, würde der Italiener sagen. Mobile Penetrationseinheit. Hey. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall das nicht. Aber trotzdem ist es sehr schön. Drohnen sind natürlich auch noch irgendwie damit drin. Es wird auf jeden Fall. Dass Sie sie benutzen dürfen oder wir sie nicht mehr benutzen dürfen? Dass Sie die benutzen sollen, wahrscheinlich. Ah. Also, das stand zumindest auf dem Plakat des NOPAC drauf, des No-Polizei-Aufgabengesetz. Interessanterweise ist aber natürlich, das wird wahrscheinlich wieder völlig ignoriert werden, ne? Also haben jetzt 30.000 Leute demonstriert, damit wurde ja dann der Demokratie Genüge getan. Mhm. Und ich glaube, also es sieht jetzt nicht so aus, als würde hier der Hermann ist ja der bayerische Innenminister, sich davon jetzt irgendwie großartig beeindruckt sehen, ne? Dass da irgendwie. Was Leute denkst du denn, was passieren wird? Nix? Doch, die werden dieses Gesetz verabschieden, ja, nächste Woche. Also das meine ich ja mit nix. Also ja, nix ist gut. Ja, also nix im Sinne von, es wird nix eingeschränkt, es wird nix, aber das ist zu hoch aufgehängt, ne? Muss jetzt kommen, weil der Seehofer muss ja auch noch was zu tun haben. Wir haben übrigens den richtigen Local Horse hier vorne sitzen. Der Original Local Horse. Willkommen, genau. Nicht dieser falsche Heimathorst. Matthias hat euch das ja gerade schon gesagt. Wir haben ein Mikrofon und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch zu Wort melden möchtet, könnt ihr das tun, dann kommt er zu euch und dann müsst ihr irgendwie winken, damit wir das auch mitkriegen. Und dann, wenn wir euch dann auch unsere Aufmerksamkeit schenken, dann seid ihr eingeladen, eure Ergänzung. Mit der Einschränkung zum Thema. Zum Thema. Also zu dem, Co-Referate nur zum Thema. Was wir gerade besprochen haben, zu dem Thema, nicht zu irgendwelchen anderen Themen. Jetzt könntet ihr euch also auch noch, könntet ihr gleich ein, ihr erzählt ja nur Mist, das war ja ganz anders, weil ein kleines Detail war falsch. Sowas könntet ihr zum Beispiel einwerfen. Ja, da haben wir auch direkt hier die Lümmel von der ersten Bank, die SMTW. Ja, die Lümmel von der ersten Bank. Bade oder Schwabe? Badener, original, aus Freiburg. Oder aus Badenser. Nein. Ist falsch, ne? Badenser. Habe ich auch gelesen. Schimpfwort. Hier bei den Bayern, da gab es jetzt so einen schönen Tweet von so einem Hinterbänkler CSUler, der meinte, ja, diese 30.000 Leute, das seien ja nur 0,2% der Bayern. Und damit steht ja der Bayern eigentlich komplett geschlossen hinter dem PAG. Oh. Aus welchem Dorf kommt der? Wie viel Prozent der Bayern wurde der gewählt? Ja, da gab es dann Antwort-Tweets dazu, die sehr schön sind. genau die Kerbe. Aber fand ich toll. Ja. 0,3% meint er, wäre das gewesen. Ja, das ist. Der Mann hat ja mathematisch erstmal recht. Was will er haben? Irgendwie 5%-Klausel irgendwie? Na gut, also ich meine, die CSU in Bayern kann natürlich so, wenn es um Prozente geht, da können die schon aus dem Vollen schöpfen. Ne? Also da müssen die jetzt sich nicht mit so geringen Zahlen, das behagt ihnen nicht. 0,3%? Von wie viel Bayern geht denn der aus? Habe ich mich jetzt hier verrechnet? Ich komme ja auf 100 Millionen. Redet von allen Deutschen oder was? Einschließlich in den besetzten Gebieten? Ich habe wirklich echt einen Blick, ey. So, aber es ist natürlich sehr schön, wenn jemand so etwas sagt, weil das natürlich zeigt, okay, offenbar müssen noch mehr Menschen ihren Unmut kundtun, damit das da ankommt. Ich glaube auch eher, dass das so etwas war,
womit er sich selber trösten wollte. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, das sind weniger als 1%, das sind weniger. Alle stehen hinter mir. Ja. Traurig. Ja, es ist, Polizeistatistik wurde ja wieder veröffentlicht. Irgendwie Deutschland ist so sicher wie nie zuvor. Ja, alle, so gut wie alle dort statistisch erfassten Vergehen sind rückläufig. Muss man natürlich dazu sagen, nicht alles wird dort erfasst. Wir haben ja auch unterschiedliche Dunkelziffern in verschiedenen Deliktfeldern. Also es heißt nicht, dass alles automatisch zurückgeht, aber das große, irgendwie Wohnungseinbrüche und sowas, geht alles zurück. Also wir müssten jetzt eigentlich nicht noch mehr Befugnisse haben. Aber natürlich genau deshalb brauchen wir noch mehr, damit es noch mehr zurückgeht. Kommen wir zu unserem Lieblings... Ja, danke. Was? Ich habe ein Handy bekommen. Ach echt? 0,3% der Wahlberechtigten in Bayern demonstrieren gegen das neue Polizeiaufgabengesetz. Das ist respektabel und deren gutes Recht immerhin. So, also ich meine, da haben wir auch schon andere gehört. Ne? Aber es zeigt auch, dass die Bayern fast vollständig geschlossen hinter unserem konsequenten Sicherheitspolitik und dem neuen PRG stehen. Alter. Michael Kuffer. Oh, der soll sich mal löschen. Ja, der soll sich mal löschen. Kommen wir zu einem unserer Lieblingsthemen. Fake News. Facebook. Facebook und Fake News, ja. Da ist doch alles drin, was wir geil finden, oder? Ja. Das fand ich tatsächlich eine sehr interessante Meldung. Also Facebook hat sich ja Anfang 2017 haben die sich ja entschieden, Fake News, also Tatsachenbehauptungen, die einen Fact-Check nicht standhalten, als solche zu kennzeichnen. Da kam also dann so ein kleiner Warnhinweis, rotes Ausrufezeichen oder so. Dieser Artikel oder Behauptungen in diesem Artikel werden von Fact-Checkern in Zweifel gezogen oder so. Und das war, ich meine, das ist ja jetzt so mal eine, das war ja so ein Schritt in die, wo sie eben irgendwie der Verbreitung Einhalt gebieten wollten, ohne wirklich einzugreifen in die Verbreitung. Sie haben sie halt nur besonders hervorgehoben, diese Artikel. Und genau das. Einen roten Warnhinweis haben sie gegeben. Warnung, Stopp, Alarm. Genau, Stopp, Achtung, hier ist was Interessantes beim Durchscrollen deiner Timeline. Das war der Effekt, den sie hatten. Also sie haben festgestellt, seitdem sie das eingeführt haben, sind die Artikel mit diesem Warnhinweis, finden mehr Aufmerksamkeit und mehr Verbreitung. Also die Einträge wurden häufiger geteilt, weil natürlich bei den Chemtrail-Opfern dann der Effekt einsetzte, so oh, schnell verbreiten, bevor sie es löschen. Und weil die halt beim Durchscrollen durch die Timeline eben den salienteren Reiz hatten gegenüber allem anderen. Deswegen ändert Facebook jetzt... Den salienteren Reiz? Achso, sorry. Der auffallendere Reiz, wenn jetzt... Also das auffallendere Wahrnehmungsobjekt. Dadurch, dass es eben farblich hervorgehoben war. Und jetzt ändern sie ihre Strategie, denn sie stellen die jetzt kleiner dar. Also wenn jetzt auf Facebook so ein Beitrag geteilt wird, dann wird da irgendwie das Artikelbild genommen und daneben irgendwie die Überschrift und dann irgendwie der erste Teasertext und so. Das ändern sie jetzt, stellen jetzt halt kleiner dar, nur noch mit so der Überschrift und machen da drunter eine Box Related Articles, wo sie so die ganzen Artikel präsentieren, die dem widersprechen. Finde ich tatsächlich mal ganz interessant, dass die sowas noch lernen müssen 2018. Also das war jetzt quasi vorhersehbar, aber andererseits auch, dass dieser Effekt tatsächlich eingetreten ist in diesem Ausmaß und dass sie nun daran arbeiten zu sagen, okay, dann kehren wir es halt ein bisschen runter und flankieren es mit widersprechender Information. Ist vielleicht auch eine interessante Idee. Machen Sie das jetzt ab sofort oder erst ab November? Das war jetzt gerade von einer Konferenz Ende April. Ich weiß nicht, ab wann die das umsetzen. Also die machen solche Sachen ja im Zweifelsfall mit AB-Tests am lebenden Objekt. Und da war halt ein Vortrag
bei der At-Scale-Konferenz, wo sie eben gesagt haben, okay, wir haben uns das mal angeschaut, wie kann man der Verbreitung von Unwahrheiten entgegentreten, und das ist eben, wir ändern unsere Strategie da jetzt. Mal schauen, wie das klappt, finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Aber die sind natürlich auch immer an dieser vorsichtigen, sehr gefährlichen Grenze zu eben Einschränkungen der Meinungsfreiheit und Eingriffen in den freien Ausdruck der Menschen. Und das ist natürlich etwas, was man auch nicht unbedingt will. Und damit diese auch auf jeden Fall total creepy sind, haben sie sich gesagt, hey, pass auf, dann machen wir noch einen Machine Learning Algorithmus, der solche Artikel, die Unwahrheiten beinhaltet, schneller erkennt. Also quasi, man teilt so ein Ding bei Facebook, was auch immer einen dazu getrieben hat. Und dann kommt dieser Machine Learning Algorithmus und sagt quasi eine Wahrscheinlichkeit vorher, dass es sich dabei um Fake News handelt oder nicht. Also im Prinzip guckt er halt für alles bis zum ersten Slash, ob da Breitbart steht oder nicht, ne? Also wäre jetzt so die einfachste Methode. Nein, er prüft halt quasi mit Textanalyse, ob dieser Artikel einem anderen Fake News Artikel bestimmt, entspricht, und geben dann die Wahrscheinlichkeit an, dass es sich um Fake News handelt, und mit dieser Priorität geben sie das dann ihren Fact-Checkern. Und dann kriegen die Fact-Checker quasi vorgefilterte Informationen. Und das ist wieder so eine Idee, die echt gut klingt, wenn man keine 2 Minuten drüber nachdenkt, dass du jetzt irgendwie dir so einen Machine Learning Wahrheitsalgorithmus machst, der irgendwie halt vorfiltert für deine Fact-Checker. Ja, es ist wieder dieses so, ja, erst in zweiter Ebene kriegst du einen Mensch, und was dieser Machine Learning Algorithmus eigentlich gelernt hat, wissen wir nicht, aber der wird schon nichts Falsches machen. Und ich glaube, dass die da mal wieder echt mit dem Feuer spielen. Ja, also ich meine, überhaupt dieser ganze Glaube, dass man mit Machine Learning das in den Griff kriegen kann. Ja, besser als hätten sie es jetzt mit einer Blockchain in den Griff gekriegt. Na, wer weiß. Also ich habe da viel Gutes drüber gehört. Das soll ja Koalitionsverträge in der Öffentlichkeit sogar zum Glänzen bringen. Ah, warte, nicht alles zum Glänzen bringen. Ja, ja, es ist auf jeden Fall nach wie vor so ein merkwürdiges Rattenrennen, und diese Problematik, dass Machine Learning zunächst einmal halt auch nur den aktuellen Stand widerspiegelt und schwer die Zukunft vorhersagen kann, denke, das wird noch lange Zeit so bleiben, dass sich das immer wieder gegenseitig ausgleichen muss. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, dass das auch noch irgendwann mal gut wird. Und wenn, dann ist vielleicht auch dieser technische Aufwand auch nur so groß, dass sie ihn nur wenige leisten können. Oder? Gibt es Widerspruch? Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Leute, die dagegen halten könnten, aber die sagen ja nichts hier. Keine Kommentare. Was soll man dazu auch noch sagen? Außerdem kennen die sich mit Facebook gar nicht aus hier. Stimmt. Dann kommen wir doch zu Twitter. Ja, zu Twitter beziehungsweise zu unseren Freunden von Cambridge Analytica, dieser shady und angeblich aufgelösten insolventen Firma in Großbritannien. Hatten wir das eigentlich letztes Mal schon erwähnt? Dass nee, es ging die Meldung rum, dass sie jetzt irgendwie den Geschäftsbetrieb einstellen, weil sie zahlungsunfähig gegangen sind. Ja, aber letztlich für mich die nicht oben, weil halt einfach der Name durch ist. Evo. Irgendwas mit Evolution, irgendwas, irgendein anderer Name auf jeden Fall. Also die Leute gehen so schnell nicht weg, solange die nicht im Knast sitzen. Mir ist auch nicht ganz klar, wie Großbritannien damit jetzt so wirklich umgeht in der Öffentlichkeit, weil da hat der Vorfall natürlich für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt, zumal ja, und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, letztlich auch vermutet wird, dass auch die ganze Brexit-Kampagne auf eine ähnliche Art und Weise da brandbeschleunigt wurde. Und da bin ich nochmal sehr gespannt, ob das nochmal irgendeine Auswirkung hat. Ich denke, ob wir überhaupt generell zu retten sind, das wird auch sehr davon abhängen, ob dieser Brexit irgendwie noch wirklich stattfindet oder ob der nicht auf den letzten Metern noch so richtig gegen die Wand fährt. Du hast da noch Hoffnung, ne? Hoffnung würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber das Problem ist, dass es immer klarer wird, dass sich einfach keines der Versprechen gehalten werden kann. Und dass es halt ein echtes, sofort messbares Problem sein wird. Und zwar auf so einem... Na, aber Ihre EU-Domains dürfen Sie schon mal behalten. Da kommen wir dann später nochmal zu.
Aber was war denn jetzt mit Twitter? Twitter und Cambridge Analytica, also es kam die Information heraus, dass dieser Professor Alexander Kogan, wir erinnern uns, der halt dieses This is Your Digital Life, diese App auf Facebook gefahren hat, die dann unter anderem neben vielen anderen Quellen den Datenbestand von Cambridge Analytica halt erweitert hat, weil eben jeder, der da eingewilligt hat, im Prinzip, weil das bei Facebook noch offen war, auch mal eben so die Profile aller Freunde dieser Person auch noch gleich mit ausgeliefert hat. Und nun kam halt raus, dass, oh Wunder, auch Twitter hier eine Datenquelle war. Das überrascht, glaube ich, jetzt an der Stelle keinen. Oder? Naja, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Ne? Also der hatte Zugriff auf Daten eines Tages 2015 mit seinem Unternehmen Global Science Research. Und der hatte ja auch ursprünglich mit diesem wissenschaftlichen Vorwand die Daten von Facebook gesammelt und dann an Cambridge Analytica gegeben. Und der hatte jetzt laut Twitter einen einmaligen Zugriff über unternehmenseigene Schnittstellen, also die Enterprise Search APIs. Und da hat er eine zufällige Auswahl öffentlicher Tweets aus dem Zeitraum von Dezember 2014 bis April 2015 abgegriffen. Und er hatte, das sei natürlich an Bedingungen geknüpft gewesen. Aber du machst da jetzt keinen Unfug mit, nein, oder? Nein. Aber der hat halt da, ja, der hat halt einfach mal auch Twitter-Daten genutzt. Jetzt, also ist auf jeden Fall auch tragisch und nicht in Ordnung und ärgerlich, aber die sind halt ohnehin öffentlich, ne? Ja, ist die Frage, ob Twitter eigentlich noch irgendwelche Daten auch akkumuliert über diese Profile, die noch als Metadaten abgelegt sind. Darüber habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Kenntnis. Das ist natürlich jetzt nicht so wie bei Facebook, wo du ja irgendwie permanent angibst, mit wem du jetzt gerade meinst, zusammen zu sein. Aber letztlich, wir wissen ja, wenn man erstmal tiefer reinschaut, kann man da schon eine ganze Menge bekommen. Ich meine, früher konntest du so diesen ganzen Twitter-Strom bekommen. Also so in den ersten Tagen von Twitter, da war ja alles zu haben. Naja. Der hat auf jeden Fall, also Twitter hat Cambridge Analytica und alle Unternehmen, die mit Cambridge Analytica zu tun haben, als Werbekunden gesperrt. Das hat ja Facebook auch getan und ich denke, das ist auch der Grund, dass Cambridge Analytica eben ja mehr oder weniger Insolvenz anmelden musste, weil sie eben ganz nachvollziehbar, eindeutig in Zukunft kein Geschäft mehr machen konnten. Also haben sie halt den Laden platzen lassen und einen neuen aufgemacht. So, ist ja ganz klar. Was willst du sonst machen? So, auch dazu fällt keinem was ein. Dann können wir uns ja. Ist das jetzt, man muss immer ein bisschen mehr Zeit geben. Das ist ja, ja, wieso? Man kann ja auch schon vorher beschließen, dass man was hat. Oder müssen wir immer auffordern, gucken. Wir testen das gerade. Ja? Wir üben, wie man so Bühne und Logbuch und so. Ja, noch am Anfang. Man kann ja so Schilder hochhalten oder Schilder fahren. Oder, also ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. T-Shirt ausziehen oder so. Nee, aber was soll man T-Shirt lässt ihr bitte an. Was soll man dazu auch noch sagen? Dann gab es noch ein schönes Thema. Twitter und GitHub haben Passwörter weggelockt. Das war, also wie das, die haben halt irgendwie, also. Wie konnte das passieren? Ich habe das deswegen überhaupt in die Sendung aufgenommen, weil ich dachte, vielleicht kann man das nochmal erklären. Also wenn ihr euch bei einem Dienst anmeldet. Moment, vielleicht sollten wir erstmal sagen, was passiert ist. Gelockt heißt ja jetzt nicht absichtlich die Passwörter weggeschrieben, sondern wie es den Anschein hat, war das wieder so auf Developer-Ebene, irgendwo gab es Code, der Debug-Output rausgeschmissen hat, das landet in irgendwelchen Dateien und immerhin, bevor irgendein Journalist drauf kam, hat Twitter einfach mal an alle eine Mail rausgeschrieben und gesagt, so hier, hör mal, Passwort, wir glauben zwar, dass das noch bei uns geblieben ist, aber und so. Und du solltest sowieso mal kein Passwort verwenden, was woanders. Da wäre ich gerade, wäre ich gleich zu gekommen. Ich wollte Ich wollte ja auch mal was sagen. Ich wollte aber nur... Das hat mich aber aus dem Konzept gebracht. Das mache ich ja gerne. Wenn, also die Frage, die sich ja vielleicht den Laien stellt, wieso soll, natürlich weiß Twitter mein Passwort. Wie soll ich mich denn sonst da anmelden? Und die speichern nämlich normalerweise, wenn sie es richtig machen, eben eine Prüfsumme des Passworts. Eine sehr lange Prüfsumme, von der sehr unwahrscheinlich ist, dass eine weitere Person ein Wort kreiert, das die gleiche Prüfsumme hat. Oder beziehungsweise, dass sie das gezielt konstruiert tun kann
Und so kommt Twitter eigentlich drumherum und jeder andere Dienst, der halbwegs was auf sich hält, auch, die Passwörter wirklich zu speichern. Also man gibt quasi das Passwort ein und eigentlich sollte das quasi nur in den Arbeitsspeicher des Twitter-Servers einmal kurz die Prüfsumme davon errechnet werden und dann wird verglichen, ob die Prüfsumme, die in der Datenbank gespeichert ist, die ist, die gerade errechnet wurde mit dem Passwort, was man bis dahin hoffentlich einfach schon wieder aus dem Speicher rausgeworfen hat. Und offenbar haben sie zu irgendeinem Zeitpunkt halt angefangen, das Input, was sie bekommen, an irgendeiner Stelle auch mal wegzuloggen. Und so sind dann eben die Klartext-Passwörter gelandet. Wobei das natürlich an der Stelle auch insofern schon eine technische Schwachstelle ist, als dass überhaupt das Passwort im Klartext die andere Seite erreicht. Also man könnte ja dieses ganze Hashing, um das zu vergleichen, auch schon auf der Webseite. Nee, wäre schlecht, weil wenn dann die Hashes geklaut werden, dann kann sich jeder mit den Hashes anmelden. Ja gut, aber dann kannst du ja genauso gut auch das Passwort klauen in dem Moment, wenn du darauf Zugriff hast. Nee. Also du bemächtigst dich der User-Datenbank von Twitter, ja? Dann steht da drin, was weiß ich, @timprittlaff und eben ein langer Hash deines Passwortes. Wenn dieser Hash hilft dir nicht, dich in Zukunft als Tim Prittlaff anzumelden, weil du nicht weißt, welches Passwort es ist, dass du an Twitter senden musst, was am Ende zu diesem Hash führt, dass du dich anmelden könntest. Würde dein Frontend den Hash berechnen und dann diesen Hash an Twitter senden, dann käme das im Prinzip dem Effekt gleich, als würdest du einfach direkt das Passwort hinschreiben und Twitter will das Passwort auf die Festplatte schreiben. Ja gut, aber wenn man dann noch andere Kriterien wie Time of Day damit reinzieht, dann gilt da ja sozusagen nicht derselbe Hash. Also man könnte auf jeden Fall Wege finden und es gibt ja auch Webseiten, die das so tun. Du könntest zertifikatbasierte Authentisierung machen oder so. Ja, aber auch generell einfach erstmal schon mal so eine Vorverschlüsselung vornehmen, dass halt nicht das Klartext-Passwort als solches, egal. Wichtiger ist... TLS? Nein. Das, wenn ich, gibt doch hier Keybase und so weiter, wenn du da dich halt einloggst, dann wird eben schon im Client eine Verhashung vorgenommen. Und das wird dann erst auf der anderen Seite abgegriffen. Okay, also halte ich für nicht unbedingt notwendig, aber eine zertifikatsbasierte Anmeldung wäre, dazu wäre zu raten, aber das machen sie nicht. Naja, also so sind aber eigentlich sagen, dass die Leute mal ihre Passwörter auf die Reihe kriegen sollen. Genau, und Twitter hat, deswegen habe ich das mit reingenommen, Twitter hat nämlich dann mal, also ich finde das ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es sich eben wirklich nicht empfiehlt, überall das gleiche Passwort zu verwenden. Und Twitter hat dann dazu auch veröffentlicht, so ja, bitte ändert das Passwort bei Twitter und bei jedem anderen Dienst, wo ihr vielleicht dieses gleiche Passwort verwendet haben könntet. Du, das sollt ihr aber gar nicht machen. Und nutzt ein starkes Passwort und benutzt es nicht auf anderen Seiten. Dann benutzt die Login Verification, also known as Two-Factor Authentication, wo man also dann, wenn man sich anmeldet, eine SMS bekommt und damit quasi die Anmeldung noch einmal bestätigen muss. Und dann raten sie natürlich zur Nutzung eines Passwortmanagers, wo man quasi die komfortable Möglichkeit dafür ist, sehr viele unterschiedliche Passwörter zu haben. Und wenn dann so etwas passiert, eines davon einmal weggekommen ist, in das richtige Internet entfleucht ist, dass man dann eben relativ entspannt bleiben kann. Wer benutzt hier einen Passwortmanager? Wer benutzt keinen? So, ein paar Leute trauen sich das. Also, seid ihr bereit zu erklären, warum? Warte mal, wir müssen das kurz übersetzen in die Audiowelt. Das war jetzt mit Abstand die deutliche Mehrheit. Ja, also man könnte sagen 0,3% waren das. Die deutliche Mehrheit steht hinterm Passwortmanager. Ja, so sieht's aus. Vielleicht habt ihr ja gute Gründe. Wenn nicht, dann sagt lieber, ihr wollt es nicht erklären. Hier vorne ist ein Mutiger. Moment. Ja, ich habe schon überall ein anderes Passwort, kombiniert es allerdings aus Systemen und damit bleibt das Passwort nur in meinem Kopf. Fertig. Das ist mein Grund. Du kombinierst das mit was? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe ein System für mein Passwort, aber trotzdem überall verschiedene Passwörter. Erklär mal das System. Ja. Also ich wäre da vorsichtig bei diesem System, aber... Kann man machen. Kann man versuchen. Also sollte halt nicht zum Beispiel sowas sein, so mein geheimes Passwort Amazon, wo halt jeder, der das Passwort kennt, sagt, ich glaube, ich kenne das, mein geheimes Passwort eBay. Aber
Also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall, der erste Schritt ist starke Passwörter und überall ein anderes. Und es ist auch sehr schön, dass Twitter da jetzt nochmal so eine kleine edukative Maßnahme macht. Passwortmanager haben auch noch ein paar andere nette Vorteile, den ich verwende, halt zum Beispiel auch immer so eine aktualisierte Datenbank darüber, auf welchem System denn jetzt gerade ein Breach passiert ist. Das heißt, man kriegt immer so schön angezeigt, so hier, auf der Seite hast du einen Account, da ist neulich was geleakt worden, hier nochmal besondere Aufmerksamkeit, nebst so Hinweisen wie, hier könntest du ja auch mal ein sichereres Passwort geben, etc. oder mal aktualisieren. Dieser eine Passwortmanager hat jetzt, glaube ich, auch sogar eine Integration von Have I Been Pwned? Von Troy Hunts Seite da? Have I Been Pwned? Have I Been Pwned, kennst du nicht? Was ist das, wenn man auf einer Porno-Webseite auftritt? Nee. Also, jetzt muss ich dem Tim Hackersprache erklären, das ist ja auch ein seltener Moment. Ich weiß schon, was du meinst. Keine Angst. Also es gibt diese, der sammelt im Prinzip in dieser Datenbank betroffene E-Mail-Adressen von Data Breaches und dann kannst du halt da deine E-Mail-Adresse eingeben und dann sagt er dir, in welchen öffentlich bekannten Leaks diese E-Mail-Adresse im Zweifelsfall vorhanden oder betroffen war. Das ist immer ganz praktisch. Wenn man sich jetzt, also wenn man mal so eine andere E-Mail-Adresse da eingibt aus Versehen und dann genau weiß, in welchem Leak man die Passwörter dazu findet. Aber das ist nicht die intendierte Nutzung dieser Seite. Aber das ist so eine der wenigen, wo man, der Typ ist auf jeden Fall relativ bekannt und das ist so eine der wenigen Seiten, wo man, würde ich sagen, halt ja mal so eine E-Mail-Adresse echt eingeben kann, um sie zu prüfen, weil der hat inzwischen, was seinen Ruf angeht und so, auf jeden Fall mehr zu verlieren, als eure E-Mail-Adresse wert ist. Insofern glaube ich, das ist schon so ein Dienst, dessen Nutzung man mal empfehlen kann. Zum Beispiel auch, also für mich ist er leider nicht brauchbar, weil ich nicht nur die Passwörter ändere bei jedem Dienst, sondern auch die E-Mail-Adresse. Und das macht es jetzt ein bisschen schwierig, die alle bei Have I Been Pwned zu prüfen. Müsste man mal gucken, ob ich mit dem irgendwie mal mich unterhalten kann. Aber ja, so wenn man irgendwie ne, Großmutters E-Mail ab und zu mal kurz checkt oder so Großvaters E-Mail-Adresse, wo ob die im Ashley Madison League waren oder so. Oder um dann einfach mal zu sagen, ändere mal dein Passwort bei Pornhub oder so. Keine Ahnung, also das ist auf jeden Fall ein ganz guter Dienst. Gut, kommen wir zu weiteren Überwachungstechnologien. Mhm. Wir sind jetzt übrigens, Tim, inzwischen, ja? Na? Ich sag das nur, wir sind was? Bei den Kurzmeldungen. Sind da. Ist das jetzt ein Aufruf an dich oder ein Aufruf an mich? Es ist immer ein Aufruf an dich, mir möglichst keine spezifischen Nachfragen zu stellen, weil ich die nicht beantworten kann. Weil du es nicht weißt. Ja. Ach so, das ist Kurzmeldung. Ich habe keine Ahnung, heißt das. Ja. Ach so, das ist gut. Kurzmeldung heißt, wir machen das jetzt kurz. Na gut, dann kann ich das ja erzählen. Ne? Also seit 2017 gibt es in Wales, das liegt im ehemaligen Vereinigten Königreich, da testet die Polizei ein System zur automatischen Gesichtserkennung. Und zwar in Echtzeit. Ui. Echtzeit ist ein tolles Wort. Echtzeit? Ja, ich habe das irgendwann mal vor Kameras irgendwie auf der CeBIT erklärt und alle waren total beeindruckt. Dann war ich irgendwie die News des Tages. Weil ich der Einzige war, der nicht gestammelt hat, sondern sofort mit zwei Sätzen irgendwas gesagt hat. Was denn? Was ist Echtzeit? Ist es jetzt oder jetzt? Ich habe, glaube ich, sowas gesagt wie, naja, Echtzeit ist, wenn irgendwie es so schnell verarbeitet und ausgewertet werden kann, dass man halt nicht merkt, dass überhaupt Zeit vergangen ist oder irgendwie sowas. In dem Zusammenhang hat es irgendwie gerade ganz gut gepasst. Aber sie waren sehr viel mehr davon beeindruckt, dass ich nicht gleich gegen die Decke geguckt habe als irgendwas anderes. Weiß ja, auf der CeBIT läuft das irgendwie anders. Naja, auf jeden Fall, die Polizei wollte das mal testen und hat sich dafür unter anderem oder nur ein Champions-League-Finale ausgesucht. Das war echt in Wales. Haben die da überhaupt ein Stadion, was groß genug ist? Das müsstest du wissen, nicht ich. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall haben sie da mal wohl ordentlich draufgehalten und wollten mal gucken, wen sie da irgendwie so erkannt bekommen. Und da waren wohl so potenziell 170.000 Besucher in der Stadt so, also nicht nur jetzt auf dieser Veranstaltung, sondern drumherum. Also sie haben es, glaube ich, nicht im Stadion gemacht, sondern in der Stadt. Und haben mal geguckt,
was sie denn da so erkannt bekommen und haben wohl 2470 mögliche Treffer angezeigt, also Gesichter, von denen sie meinten, dass sie die vielleicht kennen. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, wie groß ihre Datenbasis war, also von wie vielen. Mhm. Aber es stellte sich dann halt bei einer Überprüfung heraus, dass ein Großteil, nämlich 2297, ein False Positive. False Positive. Ja. Interessant, weil die hätten, also sie müssten natürlich eigentlich zwei Sachen, also die False Negative können sie jetzt nicht messen, weil die verbergen sich ja in den 170.000 anderen. Mhm. Aber natürlich 92% False Positives ist auf jeden Fall, da ist noch Optimierungspotenzial. Vielleicht sollte man da mal mit Blockchain oder so machen. Den sollte man echt zur Blockchain raten. Da sind die erstmal 3 Jahre beschäftigt. Das ist irgendwie super, um Projekte aufzuhalten. Ja. Und so, oh, was ohne Blockchain und so? So kommt ihr doch überhaupt nicht vorwärts. Vielleicht wäre das was für den Flughafen. Aber sind ja immer noch 173 über. Und die da sie dann tatsächlich erkannt haben. Haben sie dann gleich verhaftet? Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Wahrscheinlich waren das ihre Testpersonen oder sowas. Aber der Hersteller NEC, von dem hat das natürlich damals als einen großen Erfolg gefeiert. Diese Seite ist irgendwie kaputt von denen. Also ein großer Erfolg. Da steht dann irgendwie nach einer Sekunde nur noch 2018. Vielleicht haben die einen Adblocker-Blocker in ihrer Pressemitteilung oder so. Tja, was sagt uns denn das jetzt eigentlich? Das heißt, ist es überhaupt erstmal möglich? Naja, überhaupt erstmal möglich ist ein großes Wort, wenn du 92% falsch machst. Ja gut, aber ich meine, wenn das dann 173 meistgesuchte Terroristen sind oder die gewaltbereiten Fußballfans, wie es so schön heißt. Das ist wahrscheinlich eher... Dann wird sowas schnell auch mal als Erfolg gefeiert. Haben sie ja eben auch getan. Ne? Ja, eben. Wie seht ihr das? Was ist die Frage? Da hinten ist. Wie ist die Frage formuliert? Ganz da hinten, Moment! Eine Hand. Ja, aber diese Treffer, die ausgewertet haben, das haben die doch wahrscheinlich von Hand im Nachhinein gemacht, weil diese, weiß nicht, 2000 Leute, die kann man ja nicht live dann nochmal verifizieren, dass das tatsächlich falsche Treffer sind, beziehungsweise halt ganz paar richtige. Genau, also die... Das heißt, die kann man auch nicht fangen und 2000 Leute einfach mal so wegzucachen, ist, glaube ich, auch ein logistischer Aufwand, selbst für so ein Fußballspiel. Das ist richtig. Also das Echtzeitgebot wurde bei den 173 nicht gewahrt. Ja? Die wussten ja nicht, welche 173 richtig sind von ihren 2470. Das stimmt. Das heißt, wenn sie wirklich in dem Moment Zugriff hätten haben wollen, hätten sie nur bestenfalls zugestellt, danach festgestellt, so, oder ja, da war ja alles voll mit Terroristen. Haben aber leider keinen gekriegt. Ja, insofern ist das in der Tat ein Punkt, dass das nicht so weit tragen könnte. Weiterer Hinweis? Ja, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Polizei von Wales auch nicht unbedingt die besten Leute hat, um sowas zu implementieren und dass man da vielleicht in anderen Ländern, zum Beispiel China, vermutlich schon deutlich bessere Systeme am Laufen hat. Das ist natürlich genau, also gut, NEC ist ein tokiotischer Hersteller, wenn ich das nicht richtig sehe. Also ist das noch Schwaben? Nee, ne? Das ist schon Japan. Japan ist das. Also ist ein japanischer Hersteller. Ich kann mir, es ist sicherlich so, dass es bessere Systeme gibt und vor allem ist halt die Frage, feiert man jetzt, dass die Systeme schlecht sind und konzentriert sich da quasi im Protest so sehr drauf, wenn so oder so, auch wenn es jetzt noch nicht so weit ist, man sehr zeitnah davon ausgehen kann, dass es eben besser funktioniert. Ne? Die haben übrigens auch als einer der Hauptgründe, das ist ganz schön, warum das nicht geklappt hat. Ja? Also Schuld war nicht ihr System, sondern schlechte Bilder, die sie von der UEFA und von Interpol bekommen haben. Also die haben sich quasi es war nicht ihr System schuld, sondern die schlechte Vergleichsbasis, die ihnen Polizei und Interpol, Polizei und UEFA gegeben haben, für die eben nicht geeignet waren für diesen Masseneinsatz. Naja. Das war übrigens eine Kurzmeldung. Das war eine Kurzmeldung, Tim, ja.
Wirkliche Kurzmeldung ist, weil das finde ich, habe ich bisher nur ganz am Rande gefunden. Das ist so eine, wo ich fast denke, so kann das überhaupt sein, weil ich da so wenig zu finde. Es gibt seit 10 Jahren einen Rechtsstreit zwischen dem Musikproduzenten Peterson und YouTube. Und oder Peterson, wie auch immer, ein Musikproduzent, der irgendwie ein Lied geschrieben hat, dass er von einer, das Album A Winter Symphony der britischen Sängerin Sarah Brightman hat er produziert und hat daran die ausschließlichen Rechte inne. Und er möchte nicht, dass, er möchte gerne, dass YouTube private Konzertmitschnitte davon sperrt. Also ist ja schon eine relativ ordentliche Aufgabe, ja. Also dass so ein Privatmitschnitt hat ja regelmäßig auch nicht so gute Tonqualität. Das muss alles gesperrt werden und Bilder und wo die Musik drin ist. Und die Frage ist, ist YouTube dazu verpflichtet, das zu tun? Naja, wenn er sich beschwert, auf jeden Fall. So viel haben wir ja, glaube ich, schon geklärt. Die Frage ist, ist YouTube dazu verpflichtet, das auch vorher zu tun? Und da sind wir natürlich juristisch in diesem Bereich der Haftung. Ja, also würde YouTube haften für illegal hochgeladene Inhalte? Also wieder so ein Streit, den wir auch inzwischen seit so vielen Jahren haben. Ja, also Plattformhaftung für Uploads. Im Zweifel natürlich am Ende die Frage Uploadfilter. Ja. Mhm. Und das soll der Bundesgerichtshof jetzt relativ bald entscheiden. Und es gab offenbar in diesem Verfahren vorgestern den Aufschlag. Die Entscheidung habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also der Bundesgerichtshof hat das als Revision zugelassen und wird wohl darüber eine Grundsatzentscheidung fällen wollen. Ja, also die ich hoffe die richtige. Die Vorentscheidung war ja vom Oberlandesgericht Hamburg und die meinten halt, nö, müssen sie nicht. Was interessant ist, wenn selbst Hamburg das entscheidet. Ja, das stimmt. Ja, ich finde ja, ich meine, das hat man auch schon oft, ne? Dass diese Urheberrechtsdebatte, die begleitet uns ja in diesem ganzen Kontext schon gefühlt seit immer und wird auch irgendwie nicht weggehen. Aber ich finde, die fordern so viel, man sollte irgendwie auch mal ein bisschen zurückfordern. Und ich finde auch so dieses Registrieren von urheberrechtlichem Material wird langsam auch mal Zeit, wo es irgendwie so viel Content gibt. Also ich habe ja nichts dagegen, dass so ein Rechtsanspruch ja, dass der besteht und auch durchgesetzt werden kann etc. Aber man sieht halt immer nur viel Forderungen, aber relativ wenig Pflichten für die Urheber und einfach mal ein Verzeichnis und eine ordnungsgemäße Registrierung, so nach dem Motto, was nicht registriert ist, ist auch nicht geschützt, wäre langsam auch mal an der Zeit. Meinst du, das lässt sich umsetzen? Warum nicht? Also ist Content-ID nicht das? Content-ID ist einfach eine private Initiative quasi von Google und da arbeiten sie halt zusammen und sie haben dann quasi eine Datenbank. Aber ich rede halt von einer richtigen Registrierung und nicht bei Google, sondern eben an einer zentralen Datenbank, so nach dem Motto, hier ist ein Werk, für dieses Werk will ich mein Urheberrecht auch wirklich anerkannt wissen und durchgesetzt wissen und dann gibt es da auch eine ID dazu und dann gibt es auch mal klare Aussagen darüber und dann kann man halt auch mal recherchieren, ist etwas überhaupt urheberrechtlich geschützt so und man kann halt daran gehen, das auch überprüfen. Ja, auf jeden Fall mal ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann. Da ist doch direkt. Das ist ja genau das, was Kodak jetzt mit ihrer Blockchain erreichen will, dass man... Oh, jetzt hast du unseren Podcast gepimpt hier. Jetzt auch mit Blockchain. Da hinten? Ja, Logbuch Netzpolitik hält sportlich. Moment. Meines Wissens ist es so, dass bei der GEMA sowieso schon eine Registrierung notwendig ist. Die GEMA, okay. Da gibt es dieses Lied, ne? Dieses Beschimpferlied. Bei der GEMA ist eine Registrierung erforderlich, damit die GEMA die Rechte dafür wahrnimmt? Okay. Also ich sprach jetzt explizit von Urheberrecht, ne? Was ja immer automatisch sofort und ohne Ansage sozusagen greift. Ne? Also du sagst quasi Urheberrecht nur nach vorheriger
Registration. Ja, genau. Sonst gibt es das nicht. Genau, dass man es auch explizit abgibt, wenn man das sozusagen nicht tut. Ne? Mit einer gewissen Karenzzeit etc. Da gibt es sicherlich viele Details, über die man sich unterhalten muss, aber es wäre auf jeden Fall auch nochmal interessant. Also ich habe da auch mal einen Podcast zu gemacht zu dem Thema. Okay, dann können wir den nehmen. Plug, genau. Okay. Unsere Freunde der Digitalcourage werden gerade abgemahnt, weil es da diesen Schutzranzen gab, ne? Auch wieder so eine geniale Idee. War das so dämlich. Also Kinderüberwachung. Genau, Kinderüberwachung im Prinzip. Kinderüberwachung. So, die Idee war, dass diese Ranzen dann einen GPS-Tracker haben, der die ganze Zeit einfach immer sagt, wo das Kind ist. Die Eltern darauf Zugriff haben, damit sie wissen, wo der Turnister von dem Kind ist, ne? Also das. Und außerdem Killer-Feature, das Kind wird nicht mehr überfahren, weil sie mit den Autoherstellern zusammenarbeiten wollten, die nämlich dann quasi, dass wenn da irgendwie Kinder in der Nähe der Straße sind, dass das Auto dann irgendwie halt anzeigt, Achtung, Kinder, ne? Auf so vielen Ebenen eine dumme Idee. Also erstens, lassen wir mal diese ganzen Helikopter-Elterntum weg, ne? Aber der Erste, der sich so ein Ding kaufen würde, wäre auf jeden Fall ich. Und ich würde es immer beim Fahrradfahren dabei haben, damit ich nicht vom LKW überfahren werde, wie auch gerade in München wieder geschehen und so einfach so, solche Dinger, die würde ich replizieren. Ich würde die kaufen, ich würde euch die schenken und sagen, versteckt die irgendwo dauerhaft, ne? An der Autobahn. Genau. Ne? Versteckt die mal auf der A3. Dann war es noch komplett kaputt. Da sind ja dann ein paar Leute vom Club haben das mal kurz angeschaut. Lass mich raten, irgendwas mit Bluetooth? Solche Sachen sind natürlich direkt noch an der API kaputt, ne? Also du konntest halt jedes Kind irgendwo anders hin tun, ne? Das heißt, du hättest dir noch nicht mal die Mühe machen müssen. Also erstens konntest du alle GPS-Daten auslesen und du hättest dir noch nicht mal die Mühe machen müssen, irgendwas auf der Autobahn zu verstecken, sondern du hättest halt einfach aus vereintem Internet irgendwie immer sagen können, jetzt ist das Kind da und jetzt ist hier. Also komplett kaputt war es auch noch. Das ist ja mal die geile Ausrede. Ja, was werfen Sie mir vor, dass ich Ihr Kind angefahren habe, wenn Ihr Kind nicht in der Lage ist, sich korrekt in mein System einzublenden? Aber auch, also ich meine, was soll das für ein Feature sein, wenn du mit dem Auto irgendwie zu Schulzeiten da rumfährst und dein Auto sagt hier, Vorsicht, hier sind Kinder. Nee, der sagt wir sind ja datenschutzfreundlich. Der sagt ja nicht, wo das Kind ist. Der sagt nur, hier irgendwo muss eins sein. So. Und ich meine jetzt so die, so, das mit Tinder zu verknüpfen, wäre auf jeden Fall eine ganz fürchterliche Idee. Also dann noch dieses Helikopterelterntum. Also ich glaube, das ist wirklich eine völlig beknackte Idee. Und der Campaigner Friedemann hat die Co-Driver GmbH in einem Vortrag als Schrott abbezeichnet. Und das wollen sie nicht. Sie sind ein erfolgreiches Start-up und deswegen haben sie die jetzt abgemahnt und irgendwie noch ein paar andere Sachen. Ja, Digital Courage sammelt jetzt auf jeden Fall irgendwie Geld, um sich dagegen zu wehren. Da hat irgendwie ein Anwalt eine Nacht dran gesessen. Also so viel Geld werden sie wahrscheinlich auch nicht brauchen. Aber man kann sich vorstellen, dass wenn sie sich da einmal drauf eingeschossen haben, aber ist ja auch so, Mann. Wenn man schon Helikopter-Eltern-Rucksäcke baut, dann muss man sich eben auch verarschen lassen dafür, finde ich. Sag mal, wollt ihr noch ein bisschen Meinung aus dem Publikum? Ja, klar, immer. Man könnte das doch kreativ für virtuelle Demos missbrauchen. Dürfen Kinder demonstrieren? Nein, ich meine, wenn die API kaputt ist, kann man doch sagen, oh, da sind ganz viele Kinder auf der A3 auf einmal. Und dann könnte man sagen, die Lügenpresse sagt, da waren nur 30.000 Leute, dabei waren allein schon 100.000 Kinder. Wir denken mal an die Kinder, ja. Ja, so ein okay. Unsinn. 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 Oder Tim, würdest du deine Kinder mit so einem Schutzranzen, also nicht ohne Schutzranzen, also warum diese Start-ups, weißt du, woran die sterben werden?
die werden nicht daran abschmieren, dass es nicht genug Helikoptereltern in Prenzlauer Berg gibt, die das kaufen. Nein, nein, nein. Die finanzieren den ganzen Laden erstmal für ein paar Jahre durch. Die werden daran sterben, dass die Kinder Smartphones haben und es keinen Grund gibt, das in irgendeinen Ranzen zu bauen. So, den Ranzen wirft das Kind bei der ersten Gelegenheit in die Ecke, weil der schwer ist. Smartphone hingegen, davon wird das Kind sich so schnell nicht trennen. Insofern werden diese Tracking-Apps für Kinder halt als Apps auf den Smartphones sein. Tut mir leid, ihr Startup kriegt von mir kein Risikokapital. Ja, vor allem die Apps gibt es auch schon. Also das ist ja irgendwie alles nichts Neues. Also jetzt nicht, um dann nicht von Autos überfahren zu werden. Welches nutzt du? Find My Friends. Also nicht für die Kinder, aber... Es sind ja nicht deine Freunde. Für mich. Okay, letzte Meldung. EU-Domains auch für Briten und restliche Welt. Also ursprünglich durften nur Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind, auch die EU-Top-Level-Domains beantragen oder Leute, die in diesen Ländern wohnen. Und die Kommission hat diesen Passus nun abgeschafft. Damit kann jetzt jede Interessentin eine EU-Domain beantragen. Ob sie nun aus einem EU-Land stammt oder nicht, ist dabei völlig egal. Naja, da sind sie jetzt wahrscheinlich eingeknickt einfach. Das wäre der wichtigste Hebel gewesen, Tim, ne? Damit hätten wir den Brexit noch verhindert. Ja, weiß nicht. Und damit wären wir jetzt pass auf, jetzt kommt die Terminsektion. Mhm. Und? Wir haben, achso, ich kann jetzt nicht vorher sagen, welche Termine wir haben. Hat denn von euch noch jemand einen Termin, der mit in die Terminsektion soll? Und fühlt sich bereit, den hier live im Takt zur Melodie zu preisen. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich überhaupt in der Lage bin, die Musik richtig runterzuregeln. Ja, bin ich. Also wenn das keiner freiwillig macht, dann wählen wir jemanden aus, ne? Was denn? Die sollen jetzt unsere Termine vorlesen? Nee, nein, das sind ja nicht unsere Termine. Ich habe draußen noch ein Plakat gesehen von einem Termin, den ich hier noch nicht drauf habe. Und ich will gucken, ob den jemand... Kannst du doch selber machen. Immer muss ich alles machen. Ich dachte, es hätte sich jemand gefreut. Du überforderst das Publikum. Für die ist es auch neu. Ja, für mich auch. Naja, eben. Okay, ich weiß, wann der Termin ist. So, am 2. Juni ist der. Soll ich das jetzt eigentlich rausschneiden? Nö. Nee? Komm, das kann man, wenn die sich nicht trauen, das kann man durch. Wieso fast keine Termine dann? Ja, eben! Mann, deswegen so, frage ich doch. Ja, du baust das auf. Ja, okay, nein, wir machen jetzt Termine. Komm, zack. Katalog von Terminen und so weiter. Fuck und it, we'll do it live. Ja, we'll do it live. Machst du den ersten oder ich? Wuhu, ich muss hier noch runterregeln. So, was haben wir denn hier? 28. bis 30. September. Hacks on the Beach. Und zwar geht das nach Norden. Packt euren Friesenherz ein. Es geht nach Norddeutschland. Der Chaos-Treff Flensburg lädt euch ein zu den Hacks on the Beach. Wir richten uns unser Hackcenter im Strandpavillon ein. Wow. Also auch mit Badezeug und so. Direkt auf dem Flensburger Strandbad Solitude. Solitude. Ist man da irgendwie einsam oder was? Ist irgendwie so ein bisschen laut hier, ne? Alles noch, ne? Nee, ist okay. Ne, meinst du? Ja. Hacken mit Rundumblick über die Flensburger Förde und noch bis nach Dänemark. Vielleicht, wenn man sich anstrengt, kann man sogar Russland sehen von da. Oder Baden-Baden. Genau. Am 2. Juni 2018 um 12 Uhr beginnt das Goa, das große offizielle Angrillen, ausgerichtet von Nordeingang und Chaosdorf. Das gesamte Cyber-Equipment wird an die Rheinwiesen geschleppt. Und es wird ein gemütlicher Tag voller interessanter Ideen, lustiger Basteleien und guten Essen stattfinden. Wo, das findet ihr auf der Webseite, nämlich auf den Neusser Rheinwiesen neben der alten Eisenbahnbrücke. Ja, und dann bleibt natürlich nur noch darauf hinzuweisen, dass auch Logbuch Netzpolitik demnächst nochmal auf die Bühne geht, so wie sie es heute getan hat, aber natürlich in einem epischeren Ausmaß, deutlich. Logbuch Netzpolitik Nummer 256. Es gibt noch Tickets, aber nur ein paar, nicht mehr viel. Und dann war es das mit den Tickets. Dann war es also das mit insofern, den Tickets. Insofern müsst ihr mal ein bisschen euch beschleunigen, was das betrifft. So, ich versuche das mal sanft auszublenden, aber ich glaube, das wird nicht gelingen. Ja, doch, ein bisschen. So, das bringt uns an das Ende der Sendung. Genau. Am Ende der Sendung kommt immer der Dank.
Der Dank gilt auf jeden Fall allen, die sich hier so rege beteiligt haben. Ich wollte eigentlich auch noch Preise ausgeben für Beteiligung, könnt ihr aber vielleicht nachher einfach kurz zu mir kommen. Und dann gilt der Dank noch besonders Björn, Thomas, Arnold und Jan. Und allen anderen, die heute hier waren, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut.